Markus Franz hat sich noch mal zu Wort gemeldet. Da muss ich natürlich noch ein paar Sätze dazu sagen. Wenn Sie jetzt stolz sind aus Sicht der ÖVP, dass Sie gewisse Positionen verlassen haben, dann muss ich sagen, ja leider, ihr habt nämlich euren bürgerlichen, konservativen Standpunkt sukzessive abgebaut und trifft jetzt immer mehr nach links der Mitte. Das halte ich schlecht für eine konservative Bewegung und deswegen sehe ich die Zukunft ein bisschen anders als die ÖVP. Und wenn wir heute sagen, die Frauenquote ist etwas Gutes, dann sollten wir auch mit Frauen reden, die durch die Frauenquote groß geworden sind. Da gibt es in Deutschland eine Initiative zum Beispiel, die nennt sich Frauen gegen die Quote. Es sind lauter hochrangige Unternehmerinnen, die sich explizit gegen die Frauenquote aussprechen und sie nicht für gut halten. Und wenn ich in meinem privaten Bereich frage, zum Beispiel meine Frau, die berufstätig ist, selbstständig, Unternehmerin, die jetzt mit 5 Angestellten, was hältst du von der Quote? Dann schaut sie mich groß an und sagt, so ein Blödsinn. Wir Frauen möchten auch was leisten. Wir brauchen keine Quote dazu, um irgendwo hinzukommen, sondern wir brauchen die Leistung und die Qualifikation. Und das nehmen Sie den Frauen durch die Quote weg. Das nehmen Sie den Frauen weg. Sie machen eine Aburteilung, eine Einkastelung von Frauen durch diese Quote. Denken Sie doch bitte diese Quoten, diesen Quotenunsinn zu Ende. Er schadet und er wird in jeder Hinsicht schaden. Und wenn ich andere Quoten haben will, könnte ich genauso gut sagen, ich brauche nur in Aufsichtsräten Leute mit Schuhgröße 45, weil die haben ein gutes Auftreten. Das ist genauso logisch oder genauso dämlich wie diese Frauenquote. Vergesst doch eure ideologischen Mühlsteine, die ihr um den Hals habt, und denkt einmal ordentlich die Sachen zu Ende. Dann werdet ihr zu anderen Ergebnissen kommen, als die Weltanschauung euch dauernd oktroyiert. Dankeschön.